Glück auf, Bonsai-Kumpels. Sternchen in. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Bonsai-Vlogs und zu einer weiteren Folge Jugendsünden von mir. Was haben wir hier? Einmal einen Granatapfel. Habe ich schon verhältnismäßig lange. Hatte auch schon mal ein, zwei mehr. Da sind wir aber, ist mir mal einer von eingegangen, weil der in der Garage stand und vergessen wurde, beim Winter zu gießen. Ja, und das hier ist jetzt übergeblieben. Steht auf meiner Fibotherm-Kokosmischung. Hat sich verhältnismäßig gut entwickelt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Aber ich finde die Schale trotzdem zu groß und der hat auch viel zu viel Äste dran. Also wir müssen jetzt ein paar Äste wegmachen und dann würde ich den gerne in diese etwas, ich hoffe ihr seht das, etwas kleinere Schale stellen. Weil ich denke, dass das vom Größenverhältnis ganz gut passt. Ja, ein bisschen Holz hier rausnehmen, definitiv. Ich war jetzt überlegen, ob ich das abmosen soll oder nicht, aber ich habe noch einen Kollegen, der macht da so viele Stecklinge von und so. Wenn ich da mal einen neuen brauchen sollte, aus irgendeinem Grund, hole ich mir da einfach einen. Weil für eine Abmosung ist da dieses Jahr kein Platz und keine Zeit. Da sind ja dieses Jahr meine ganzen Arana alle vorgesehen und Blauregen. Und wie gesagt, das wird das Jahr Abmosung, aber nicht das Jahr der Granatapfel-Abmosung. Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen zu dem Baum. Außer, dass wenn ich den so angucke, ich immer denke, oh, die Knospen, die sind alle tot. Der hat schon im Winter nicht geschafft. Das denke ich irgendwie jedes Frühjahr. Weil die so extrem schwarz und trocken sind, dann trotzdem treibt er dann irgendwann aus. Also es ist echt schwer zu sehen, was hier lebt und was hier nicht lebt, um das mal so zu sagen. Aber hier sind so ein, zwei Knospen bei, die versprühen so einen Glanz von Leben, sagen wir es mal so. Und ich gehe deshalb mal davon aus, dass er noch gut dabei ist. Ja, ich würde mal sagen, ich hole euch ein bisschen näher ran. Dann holen wir den hier raus, dann kommt er in die kleinere Schale auf meine neue Akadama-Mischung. Vielleicht verträgt er die auch ein bisschen besser. Und geimpft wird er auch. Ich weiß noch nicht, welchen Pilz. Ich weiß gar nicht, ob der in der Liste steht. Wie gesagt, falls nicht, kommt Ecto und Endo rein. Falls doch, vielleicht nur der Endo. Ja, müssen wir mal gucken. So, ich hole ein bisschen näher ran und dann legen wir mal los. So, da sind wir nun. Ja, ich habe gerade auch noch mal kurz ein bisschen überlegt, dass ich den ganz anders stellen werde. Ihr werdet gleich ganz schön überrascht sein. Erstmal ist nicht reingedrahtet, wie ich gerade sehe. Ich guck mal, ja. Vorher zum Beispiel nicht ausprobiert. Zum Glück habe ich den nicht versucht, daran hochzuheben. Oh, er hat bessere Wurzeln als erwartet. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich hätte gedacht, da wäre nichts zu sehen. Mal ein bisschen frei machen. Aber auch sehr brüchige Wurzeln. Ähnlich wie bei der Olive gerade. Ja, ich merke schon, das wird ein bisschen mehr heute. Ich lege den mal eben einmal frei und eintopfen machen wir dann zusammen, ne? So, da sind wir wieder zusammen. Ja. Einmal eben für euch Nebari-Show. Hier hinten hat er so ein leichtes Gap, aber hier sind ein paar Feinwurzeln. Das wird wohl bestimmt noch kommen. Jetzt habe ich gerade schon innerlich überlegt, ob Teichtopf oder nicht. Ja, ich denke, die gehört hier nicht hin. Ich denke wohl eher nicht Teichtopf. Ich habe mir gesagt, der soll in die Schale, dann soll er auch hier rein. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, wollen wir mal gucken, wie der sich so weiterentwickelt. Das kann auch ab. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der so gute Wurzeln hat. Und dann, weiß nicht, ob ihr das gerade noch gesehen habt, hier war so ein Stück Teichfolie tatsächlich unten runter. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht hatte. Obwohl ich jetzt gerade innerlich überlege, ob der nicht wieder in die alte Schale soll. Ah, ich weiß nicht. Nee, hier ist das Größenverhältnis besser. Ja,
Kommt definitiv hier rein. So, nicht vergessen. Einmal reinraten diesmal. Soll ja nur 2 Jahre da bleiben. Mal gucken, wie er sich so auf Akadama macht. Hätte ich jetzt mal gesagt, mal gucken, ob er sich da besser entwickelt. Die Wurzeln sind aber geil, also macht auch geile Feinwurzeln. Ich hätte das irgendwie schlimmer erwartet. Aber manchmal muss man auch mal Glück haben. So, ich erst mal überlegen, ob ich den kippe oder nicht. Oder doch. So, was hatte ich gesagt? Ende und Ecke, oder wenn ich wissen welchen. Ich rüste einfach beide. Das reicht auch schon. Das ist nämlich der teure Pilz. So, nochmal einen Löffel Granulat da drüber. Wie immer einmal anmassieren. Ein bisschen Moos. So. Wo ist der Löffel? Ja, feines Akadama einmal. So, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Vor allem wird der jetzt einfach noch ordentlich Laub füllen. Ein bisschen Ordnung machen im Augenblick. So. Der Trick mit dem Angießen. Das ist jetzt auch nur, falls ihr anderen Videos nicht gesehen habt, dass das Akadama so ein bisschen das Feine oben an der Oberfläche klebt. Und ich das gleich mit der Bonsai-Gießkanne besser angießen kann, sozusagen. Dann spült sich das nicht sofort davon, weil das ein bisschen schwerer ist dann quasi. Und der Baum mit schon mal so eine Grundversorgung kriegt dann Wasser. So, das reicht. Bis gleich.
So, ziehen wir das jetzt so durch, wie ich es mir vorhin überlegt habe? Ich glaube schon. Und zack. Und zack. So, sieht ja schon viel schöner aus. Ja, hier ist ein bisschen Hoffen, hier sind so ein paar Knospen, aber ich hoffe, dass der hier unten dann nochmal austreibt. Aber um sicher zu gehen, habe ich da ein bisschen was dran gelassen. Dann sag ich mal. Und den Rest werden wir jetzt einfach mal gucken. Wie gesagt, der wächst eigentlich von Jahr zu Jahr sehr gut. Ein bisschen Wund ist da drauf. So, ihr wisst ja, mehr ist weniger. Ja, ich überlege gerade, ich rutsche direkt mal wieder, ja, das sind diese ins Bild reinrutsch Videos, weil jetzt extra umbauen für ein Outro habe ich keine Lust zu, muss ich sagen. Ja, Granatapfel haben wir gesehen, geimpft mit beiden Pilzen. Ich hoffe jetzt, dass der so ganz gut anwächst. Ich weiß nicht, ob ich da was Jahre rüber auch nochmal so eine kleine Dokumentation mache. Ansonsten habt ihr jetzt erstmal einmal dieses Umtopf-Video. Ja, für den, denen das gefallen hat, lasst dem Video Daumen nach oben da. Für den, denen das noch mehr gefallen hat, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt My Tweets and Support. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick, ciao. Halt, stopp, wie bei jedem guten Umtopf-Video. Ja, das wollte ich eben nochmal hinten dran hängen. Habe ich ja jetzt bei den letzten Umtopf-Videos auch gemacht. Einmal kurz zeigen, wie der Baum im Laub aussieht. Ist definitiv angekommen. Hat das Umtopfen ganz gut mitgemacht. Damit das jetzt nicht zu lang wird, mache ich während ich rede auch nur so ein paar Maßnahmen. Ein bisschen Unkraut hat sich breit gemacht. Das zupft zum Teil noch raus. Zum Teil werde ich es drin lassen. Ja, treibt viel zu gut aus, der Granatapfel. Stand jetzt, achso genau, um es mal einmal zu sagen, aber ich blende es ja jetzt immer ein. Wir haben Mitte Juli 2021. Und nachdem er echt ein bisschen langsam angefangen hat, muss ich ja mal ehrlich sagen, und ich mir schon am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass er es eventuell nicht so schafft, ist er jetzt ganz gut über den Berg. Hier die Blüten noch einmal alle weg. So, Sache 1 ist, ich wollte ein bisschen was abschneiden. Der Fokus auch auf den Baum. Ihr seht diesen langen Trieb. Ist ja ein Einjahrestrieb oder Wiesjahrestrieb. Den schneide ich ganz unten ab, den kann ich hier sowieso nicht gebrauchen. Fun Fact am Rande, ich habe ja noch so ein paar Benjaminicus retusa, die in so einer Schale stehen mit Wasser als Stecklinge, also als Wassersstecklinge sozusagen. Und der Kollege, von dem ich den Granatapfel habe, der hat da ziemlich viele von, weil der immer wieder so auch Spaß und ein paar Stecklinge macht. Und der macht eigentlich immer nur Wassersstecklinge hier raus. Das soll wohl ganz gut funktionieren. Ich weiß es nicht, habe es noch nie ausprobiert. Er hat mir schon mal eingegeben, der ist mir eingegangen oder der ist mir kaputt gefroren im Winter. Habe ich nicht reingestellt, mein Fehler. Ich werde das mal ausprobieren, ob das mit dem Wasserstecklingen klappt. Deshalb diesen langen hier und gerade hier im hinteren Bereich. Die stelle ich einfach mal mit in die Schälchen rein. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, können wir den auch noch nehmen. Haben wir drei Stecklinge eventuell. So, und der Rest, der kann schon fast so bleiben. Ein bisschen Totholz. Raus. Alle Triebe, die nach oben wachsen, das hatte ich hier nämlich gerade gesehen, sollten auch ab. Hier mal die Endknospe ein bisschen entfernen. Hauptsächlich will ich ihn jetzt gleich einmal düngen. Entschuldigung, meine Gedanken sind schon wieder schneller als meine Worte. Hier geht es auch nach oben, falsche Richtung. So, das sollte vom Schneiden ja schon ganz gut sein. Jetzt typische Dünge wieder. Hier ein bisschen Bilder. Zum einen geben wir die Düngeköpfchen aus. Zum anderen, sage ich jetzt mal, lege ich hier gerade nicht ganz so viel Wert darauf auf die Schale. Hatte mir zwar fest vorgenommen, bei allen Bäumen, die in der Schale sind, mit Düngeköpfchen zu arbeiten, aber das wird irgendwann unwirtschaftlich. Keine Ahnung, ich habe bestimmt 100, 200 Düngeköpfchen. Schon, und die sind immer noch nicht genug. So,
immer relativ großzügig. Ein bisschen Salzung Ultra. Auch hier außen, wo das Unkraut ist, brennt gut das Unkraut weg. Kleiner Funfact am Rande. Das reicht schon fast. So, Bio-C3, weil ich ihn ja loswerden will. Ich denke, da reicht auch ein gut gehäufter Esslöffel. So, und das soll es gewesen sein. Ja, jetzt mache ich nicht nochmal einen 360er, die ich euch hinten dran hänge. Ich werde bestimmt die Tage eine machen. Aber verzeiht mir das bitte. Das ist immer ein bisschen kompliziert, das hier alles umzubauen. Was aber ganz einfach ist, ist nächste Woche Sonntag wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt, My Trees in the Pot. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.